Heute ist wieder Zeit für einen Klassiker. Wir reagieren auf Gürkan Saki gegen Melvin Manhoff. Beides zwei Legenden der K1-Geschichte, würde ich sagen. Ja, lasst uns den Kampf anschauen. Ist ein geiles Matchup. Ich freue mich darauf. In den letzten 2 Monaten bin ich gut mit meinen Kraftzuwächsen und Muskelzuwächsen vorangekommen. Ich nutze Crank Pump Pro als Pre-Workout-Booster. Crank Pump Pro hat eine Elektrolytmatrix, die mir hilft, ein stabiles Energielevel durch das komplette Workout hindurch zu haben. Bei einem hohen Volumen und einer hohen Intensität wird mein Organismus nicht so schnell müde. Ich habe einen höheren Reiz, eine bessere Auslastung, bewege mehr Gewicht, habe eine höhere Intensität, dadurch wird ein anderer Reiz generiert und ich habe natürlich eine viel bessere Adaption, mein Körper passt besser an. Plus der Booster ist vegan und er hat kein Koffein, das heißt, es ist kein Problem, ihn am Abend zu nehmen. Mit dem Code T800 könnt ihr mindestens 10% sparen. Intensiver Staredown, es war was absolut Persönliches. Ja, Gürkan Saki ist ein relativ kleines Schwergewicht gewesen, hat eine brutale Führhand, war ganz bekannt dafür, für diese hohe Frequenz seiner Führhand. Wenn man die Kämpfe von Daniel Gita gegen Gürkan Saki in Erinnerung hat, weiß man noch ganz genau, wovon ich spreche. Ja, Melvin Manhoff war immer ein Kämpfer, hat viele Leute K.O. geschlagen, absolut geile Kombination, brutal explosiv gewesen. Allerdings war es bei ihm immer so eine 50-50-Situation. Er ist in vielen Kämpfen im Schlagabtausch, entweder dass er K.O. geht, weil er sich geöffnet hat irgendwie. Also er hat schon ein paar harte Knockdowns auch kassiert und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit bemerkbar bei ihm gemacht. Er ist immer noch aktiv, kämpft immer noch bei Bellator. Er hat in dem 93 Kilo Tournament, das Vadim Nemkov gewonnen hat, hat er gekämpft. Schön, diese Geschwindigkeit von den Strikes von Gürkan Saki, er ist so explosiv, richtig gut. Schöner Block. Schön, und da ist sie, dieser linke Haken. Gürkan Saki schlägt den extrem akkurat. Da ist er wieder. Ihr seht, dieses saubere Reset mit der Schulter, mit der rechten Hand gezogen. Sehr geil. Fällt ein bisschen in den Schlag rein. Schöner High Kick mit dem Knie durch die Mitte. Schön. Boah, dieser rechte Low Kick, alle Kicks. Aber jetzt gerade dieser rechte Low Kick, wie crisp die einfach sind. Seine Initiation ist aus dem Stand, er macht keinen Zwischenstep, da ist kein Telegraph. Das heißt, der Gegner hat eigentlich fast keine Chance, außer auf diesen Low Kick zu reagieren, weil er seine Range nicht verändert. Er ist in der Kickdistanz, er macht keinen Step nach innen, er kommt ansatzlos, dieser Kick. Wechselt die Auslage. Ja, für Gürkan Saki ist es der Schlüssel auf jeden Fall, die Mitte zu kontrollieren. Jedes Mal, wenn er die Mitte aufgibt, kommt Melvin Manhoff nach vorne. Er braucht diese Pressure Control, diesen Druck zu den Zeilen hin, um Melvin Manhoff kontrollieren zu können. Ja, schöne Kombination von Melvin Manhoff. Schön, das gefällt mir gut. Ich liebe es, wenn mit dem Kick noch nicht abgeschlossen wird, sondern zum Beispiel nach diesem rechten High Kick aus dem Winkel kommt er mit dem linken Haken, mit dem Step nach rechts wieder zurück, um wieder mit der rechten Hand zu attackieren. Sehr geil. Schöner Uppercut. Kompakter Haken. Ja, hier muss Melvin Manhoff aufpassen. Wenn er mit diesen harten Schwingern kommt, öffnet er sich oft und lässt die andere Seite fallen, was wieder Gaps und Öffnungen für den Gegner gibt, um zu attackieren. Schön. Geile Bodyshots. Es ist schon fast kein Leberhaken mehr, es ist schon fast ein Aufwärtshaken zur Leber. In dem Sinn, also nicht der typische klassische Leberhaken, der von außen, von der Seite kommt, sondern es ist wirklich ein geiler Uppercut. Und genau diese Uppercuts sind auch das Setup für die rechte Hand bei Gürkan Saki. Wenn man zum Beispiel den Daniel Gita Kampf anschaut. Schöner Low Kick. Jetzt fängt Gürkan Saki an, nach dem Low Kick mit den Händen zu resetten und dann wieder mit dem Low Kick zu attackieren. Ganz klar 10-9 an Gürkan Saki. 10-8 war es jetzt nicht. War kein Knockdown, aber ganz klar den meisten Schaden generiert. Schöne Kombination, gut gelandet. Auch den Ring kontrolliert. Gute Performance. Der Dicke in Melvin Manhoffs Ecke ist Mike von Mike's Gym. Ist auch eine Legende des Kickboxens. Hat viele Leute trainiert. Badr Hari hat er auch trainiert. Man sieht auch, wenn der Low Kick von Gürkan Saki landet, dieser Fuß ist gehuckt. Das heißt, er zieht seine Zehenspitzen zum Schienbein. Das macht das Schienbein deutlich härter. Er huckt wirklich diesen Kick und das ist einfach das, was durch das Muskelgewebe bis zum Knochen durchgeht. Und was nach 4, 5, 6 harten Low Kicks ist auf jeden Fall die Mobilität stark eingeschränkt. Spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich trainiere seit Jahren mit Sami Al-Mansouri. Ja,
Ja, Melvin Manhoff hat jetzt gemerkt, dass es für ihn deutlich besser ist, wenn er den Druck nach vorne macht, ihn niederläuft, die Distanz verkürzt. Dort ist er stark und das behält er natürlich bei und versucht hier zu adaptieren und den Druck auf Gökhan Saki auszuüben. Schöner linker Haken. Schönes Knie. Boah, brutal. Der hat ihn gut durchgerüttelt. Melvin Manhoff wird angezählt. Aber der ist noch ein bisschen wackelig, auf jeden Fall. Schöner Headkick. Direkt nochmal auf die Deckung. Ui. Ja, dadurch, dass er zu Fall gekommen ist, das hat ihm ein paar Sekunden verschafft. Hat kurz durchgeatmet, ist wieder hochgekommen. Das ist natürlich, dort zählt jede Sekunde in diesem Moment, wenn du so durchgerüttelt wirst von zwei Highkicks. Der zweite Highkick war nur auf die Deckung in Anführungsstrichen, aber er hat sie mit seinem Oberarm ohne eine leichte Rotation gedeckt und dann natürlich kommt natürlich dieser Impact. So ein Impact von so einem Headkick kann natürlich auch Unterarm brechen. Ist schon oft passiert, das hat man auch in Thai-Kämpfen gesehen. Dieser Sturz sozusagen hat ihm wahrscheinlich für den ersten Moment den Arsch gerettet. Publikum dreht noch durch, ist auch gut, weil dann müssen sich nicht alle wieder hinsetzen. Bringt nochmal ein paar extra Sekunden. Schön. Und Gökhan Saki versteht das Konzept, die Highkicks wirken. Und wieder linker Highkick. Oh, brutaler linker Haken. Dritter Knockdown. Das ist Errol Zimmermann im Übrigen, der da unkontrolliert in den Ring reinspringt und sich für Gökhan Saki freut. Ich wollte kurz vor diesem linken Haken intervenieren und wollte sagen, jetzt wäre es Zeit für Gökhan Saki zum Körper zu gehen. Weil Melvin Manhoff rechnet damit, dass diese Headkicks kommen. Er hat 4 oder 5 Headkicks gebracht, die ihn durchrütteln. Seine Hände sind weit oben. Das ist einfach ein Instinkt, der in dem Moment stattfindet. Und da wäre es Zeit sozusagen, den Körper, die Low Kicks und wieder zum Kopf zurückzukommen. Aber dadurch, dass dieser linke Haken so clean gelandet hat, keine Chance für Melvin Manhoff. Er hat lange durchgehalten, muss man wirklich sagen, nach diesen harten Treffern. Schaut bei Kunpon vorbei. Kunpon hat wirklich das Nonplusultra vom Kampfsportangebot. Schaut vorbei mit dem Code T800, könnt ihr 10% sparen. Legendärer Kampf, absolutes Spektakel. Geiler Kampf, hat wieder mal Spaß gemacht, habe ihn bestimmt 4 oder 5 Jahre nicht gesehen, den anzuschauen. Einfach eine geile Zeit, Kickboxen war so groß damals. Ja, also Showtime und K1 ist ja nicht mehr existent, jetzt gibt es Glory. Aber man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie groß K1 damals in Japan war und was das für ein Kult einfach war. Zusammen mit Pride natürlich. Ja, das war mal wieder eine Klassiker-Analyse. Es kommen noch viele Klassiker-Analysen, aber natürlich auch Analysen zu den aktuellen Kämpfen. MMA und Kickboxen. Bis zum nächsten Mal.